wo sind wir denn hier gelandet? Ah, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Die erste Folge, das waren noch Zeiten. Lass mich raus, bitte. So. Okay. Ja, passt sich gut an. Der eignet sich. Der auch. Oh. Benjo. Western. Ich liebe Western. Ich wippe ein bisschen zur Musik. Okay. Genug gewippt. Leise, ich weiß, aber mir fällt gerade nichts ein. Ist eigentlich schade. Vor allem beim Bäumefällen, aber wir haben jetzt schon 49 Eichenholz. Ich muss auch wieder drauf sehen. Wie hieß denn das Ding nochmal? Holz, genau, ich erinnere mich. Holz, das Material, aus dem dein Hirn besteht. Zum Teil. Gigantische Landschaften. Ja, ja, ja. So. Den Balkon könnten wir theoretisch hier weiterziehen. Der Hügel aber wirklich weg. So leid es mir tut. Weg, weg, weg. Lalalalala. Schaufel kaputt. Muss eine neue her. Ich habe gerade geschaut, ob ich die Erde überhaupt aufgesammelt habe. Moment mal, ich müsste eigentlich mehr Stickies machen. So, und weiter geht's. Passt überhaupt nicht zur Musik, aber Hauptsache ihr hört einen Laut von mir. Wahnsinn, wie viel Erde man da kriegt. Aber das war eh abzusehen. In der Zwischenzeit könnte ich ja mal ein bisschen erzählen, was ich mir so gedacht habe für die Zukunft und so, was ich aus meinem Leben mache, was wir aus dem Hügel machen. Und zwar wäre es ja blöd, wenn wir da nur ein Haus hin
setzen würden. Ich dachte mir, wir könnten das so ein bisschen besiedeln. Nicht besudeln, sondern besiedeln. Wie so eine kleine Gemeinde quasi, so einen kleinen Ort. Sie ist gerade sehr verkrampft auf der Maus. So. Also, nur um das zu veranschaulichen. Hier ist unsere Hütte. Da haben wir so viel Platz. Da könnten mehr Hütten her, habe ich mir gedacht. Mit Pfaden verbunden, durch Wälder und so, mit ein bisschen Laternen und so. Wäre doch schön. So, jetzt vielleicht so hier ein bisschen. Okay, gut. Sieht recht schön aus. Der Balkon ist auch auf jeden Fall groß genug. Hier könnte ich theoretisch sogar Fenster machen. Hier ein Dreierfenster. Das wäre sogar recht nett mit dem Balkon hier. Ich weiß nicht, ob ich den ganz weiterziehen soll. Nee, das sieht auch ein bisschen scheiße aus. Irgendwie ein bisschen so an Rodeo Riding auf dem wilden Stier. Ja. Ich muss ja natürlich auch ein bisschen was erklären, wenn ich hier so meinen Ideen freien Lauf lasse und ihr euch denkt, was macht er denn um Himmels Willen? Dann könnten wir hier überall Fackeln hinsetzen. Sieht ein bisschen komisch aus, der Helm hier, so wie ein Baseballschutz, den diese Fänger eben haben. Ich kenne mich ja bei Baseball leider nicht aus. Ja, das sieht ganz schön aus. Und hier dann raus. Nachts. Oh, falsche Taste. Nachts rausschleichen. Und dann den Himmel betrachten. Den wundervollen Sternenhimmel. Wow. Und den Mond natürlich. Ja. Das möchte man am liebsten. Bier trinken möchte man das natürlich auch am liebsten. Und jetzt kommt das so rüber, als wäre ich so der Säufer. Dabei trinke ich nicht mal Bier, aber das ist mir in der letzten Aufnahme einfach so eingefallen. Spontan. Ach, Gott sei Dank. Jetzt kommt die alte Videospiele-Collection. Jetzt muss dann viel Cobblestone her für ein Dach. Wahnsinn, diese Musik. Ah. Okay, fürs Dach reicht's leider nicht mehr.
Das war's auch schon und da kommt auch gleich der nächste. Oh. Wo habe ich nur meine Schaufel gelassen? Jetzt muss ich mir mal das an... Jetzt muss ich mir das mal aus Ferne anziehen. Ja. Boah. Okay, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Grüß dich Gott, mein lieber Freund, Herr Nachbar. So, die Axt reicht Gott sei Dank noch ein bisschen. Ich muss hier mal schauen, okay, ich bräuchte so einen Mitspieler, der mir Rückendeckung gibt, während ich in der Nacht Bäume fälle. Wie wäre es, wenn ich ein bisschen ausleuchten würde? Wäre das was? Na, wäre das was? Oh, oh, Skelett. Aber ich wollte gerade noch sagen, das sieht uns nicht. Aber dann kommt so ein Scheißkerl daher, Entschuldigung, aus dem Hinterhalt natürlich wieder. Boah, und ich kriege natürlich wieder einen Herzinfarkt. Wo kommt das denn? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ja, der Musikwechsel ist auch... toll. Ich dachte, da hat gerade ein Skelett geschossen. Oh, das habe ich nicht aufgesammelt. Hier auch nicht. Ich muss natürlich auch Bäume nachpflanzen. Selbstverständlich. Hat hier kein Skelett geschossen? Naja, egal. Mir soll's recht sein. Ich bin ja mehr der Typ, der so ein bisschen sparsam umgeht mit Holzfällen. Okay, ich hätte mir schon gedacht, ich hätte den Baum nicht ganz abgefällt. Jetzt kriege ich schon Erscheinungen. Wahnsinn. Zeit, dass ich ins Bett komme. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt immer spät auf, weil es nicht so heiß ist unter der Haube. Komm hier. Ja, du auch natürlich wieder. Alter! Da auch nochmal. Boah. Ja, natürlich, wo kommst du denn jetzt her? Alter! Spielen wir ein bisschen Katz und Maus. So, den nächsten Zombie knall ich ab. Einfach so, mit einem Pfeil. Wird ihm furchtbar wehtun. Auch noch ein Baum. Und hier auch noch. Jetzt wird dann die Axt bald abbrechen und dann muss ich auch... ja. Dann muss ich meine Holzfarmaktion auch abbrechen. Wäre schön gewesen, wenn es mit dem Baum aufgehört hätte. Wenn die Axt ihren Löffel mit dem Baum abgegeben hätte. So, 62, das reicht.